Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler! Bună ziua, dragi eleve și elevi! Und willkommen im Deutschkurs! Bine ați venit la cursul de germană! Ich heiße Andrea Gussen und wir werden zusammen Deutsch lernen. Eu mă numesc Andrea Gussen și vom învăța germană împreună. Und wir haben auch einen Gast im Studio. Și avem și un oaspet în studio. Das ist Anne. Hallo, Anne. Hallo. Was lernen wir heute? Ce vom învăța astăzi? Heute machen wir die erste Kontakte zur deutschen Sprache. Astăzi o să facem primul contact cu limba germană. Wir werden internaționalismen lernen. O să discutăm despre niște cuvinte pe care le înțelegem foarte bine pentru că sunt internaționale. Und wir lernen das Alphabet, die Länder und die Sprachen. Și vom învăța alfabetul, țările și limbile. Also, hier haben wir ein paar deutsche Wörter. Aici avem niște cuvinte în limba germană. Und ein paar Bilder și câteva imagini. Anne, kannst du uns helfen, diese Bilder zu identifizieren? Anne, ne poți ajuta să identificăm aceste imagini? Und liebe Schülerinnen und Schüler, Sie auch! Și dragi eleve și elevi, încercați și dumneavoastră acasă. Es ist nicht schwer. Anne, was glaubst du? Welcher Nummer ist Eishockey? Ce număr este Eishockey? Ich glaube, das ist Nummer 1. Nummer 1, genau, numărul 1. Eishockey. Sehr gut. Und der Rucksack? Rucksack? Das ist Nummer 3. Hier haben wir Nummer 3. Rucksack. Super, numărul 3. Aber der Bus, Anne? Welcher ist der Bus? Das ist Nummer 14. Genau, sehr gut. Nummer 14, numărul 14. Das ist der Bus. Und der Park? Das ist Nummer 13. Genau, numărul 13. Parcul. Hamburger. Ich glaube, das ist Nummer 6. Numărul 6. Ok. Hamburger. Gut. Und der Pullover? Das scheint Nummer 2 zu sein. Nummer 2. Numărul 2 este pulloverul. Muzic. Das ist Nummer 7. Numărul 7, da, avem niște căști și ascultăm muzică, ia, de muzic, muzica. Und die Banane? Numărul 5. Banana este numărul 5. Sehr gut. Kino. Kino, das heißt mit Film, das hat mit Film zu tun und Popcorn. Ich glaube, das ist Nummer 10. Genau. Kino, cinematograf. În germană se spune foarte scurt, kino. Und ballet? Das ist Nummer 8. Genau, Nummer 8 ist ballet, eine Ballerina, ja. Skaten? Das ist Nummer 11. Genau, Nummer 11. Und Fußball? Nummer 12. Fußball, o minge de fotbal, numărul 12. Und Strudel? Das ist Nummer 4. Genau. Auf Rumänisch auch Strudel. Ja, Strudel. Und Tennis? Das ist Nummer 9. Nummer 9. Genau. Auch sehr einfach. Sehen Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, Deutsch ist ganz einfach. Vedeți? Germana este foarte, foarte simplă. So. Jetzt. Schauen wir mal weiter. Să vedem mai departe. Wir wollen mit dem Alphabet beginnen. Vrem să începem cu alfabetul. Zuerst hören wir. Mai întâi vom asculta und dann sagen wir auch zusammen das Alphabet. Și apoi o să-l spunem împreună. Aber zuerst hören. Mai întâi ascultăm. A. B. C, D, E,
F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü, S, scharfes S. Das ist das deutsche Alphabet. Acesta este alfabetul în limba germană. Anne, care litere sunt puțin diferite? Ce ai spune tu? Die letzten vier, ultimele die patru. Die letzten vier, ja, ultimele patru, die sind ganz neu. Sunt cu totul litere noi, ja? A umlaut, aber wir sagen E. O umlaut, aber das ist Ö. U umlaut, Ü. Und S, 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 SZ oder scharfes S. Așa se numește această literă. Nu dize, numai asta, în comparație cu română. A, B, aber? C. C, ja. Ha? C. Noch etwas? Altceva care este diferit? Und Y. Y, aber bis Y, până la Y, ce mai avem interesant? J, genau, J. Și, tot la fel de interesant, V. Wir sagen V, F, aber wir schreiben V. Ok. Und auch Q. În română spunem Q, în germană Q. Liebe Schülerinnen und Schüler und Anne, du auch, wir üben zusammen das Alphabet und wir lesen. Vom citi împreună alfabetul. Mit mir zusammen, împreună cu mine. Anne, bitte. A. A. B. B. C. C. D. D. E. E. F. F. G. G. H. H. I. I. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P. Q. Q. R. S. R. R. S, ja. S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. Das ist auch anders. Și ăsta e puțin altfel. E, A umlaut. Ö, A umlaut. Ö, Ö, O umlaut. O umlaut. Ü, Ö. U umlaut. U umlaut. Und S. SZ. S. Super, danke Anne. Wollen wir buchstabieren? Buchstabieren? Să spunem pe litere. Na? Ich sage meinen Namen. Ich buchstabiere meinen Namen. O să spun pe litere mai întâi numele meu. A, N, D, R, E, E, A. Anne, möchtest du bitte deinen Namen buchstabieren? Anne, ai vrea să spui pe litere numărul tău? Este foarte ușor. Ja. A, N, N, E. Super, danke, Anne. Und jetzt buchstabieren wir zusammen. O să vă rog să încercați și dumneavoastră acasă. Buchstabieren wir Christina. C, R, I, S, T, I, N, A. Christina, ja. Super, danke. Ich buchstabiere Ioana. J, O, A, N, A. Anne, möchtest du Hanna buchstabieren? H, A, N, N, A, H. Aber Răzvan. Wie buchstabieren wir Răzvan? R, A, Z,
V-A-N. Genau. Wir haben kein Ö auf Deutsch. Nu avem acest Ö și atunci înlocuim cu A. Good. Ich buchstabiere Joachim. Das ist ein Name für einen Jungen. Este un nume de băiat în germană. J-O-A-C-H-I-M. Wie ist es mit dem nächsten Namen? Cum o să fie numele următor? S-O-P-H-I-A. Sophia. So, und hier haben wir Familiennamen. Aici avem nume de familie nemțești. Anne, möchtest du den ersten Familiennamen buchstabieren? Ai vrea să spui pe litere primul nume de familie? Yeah. M-U-L-L-E-R. Erg. Müller. Müller, sehr gut. Ich und Sie zu Hause, eu și voi acasă, buchstabieren Schneider. Ja? S-C-H-N-E-I-D-E-R. Schneider. Anne, hilfst du uns mit Fischer? F-I-S-C-H-E-R. Fischer. Und der letzte Name. Was sagen Sie, liebe Schülerinnen und Schüler? Ce părere aveți, dragi elevi și elevi? Wir buchstabieren zusammen. O să spunem împreună pe litere. B-I-S-C-H-O-F. Bischof. S-C-H se aude Ș. Bischof. Super! Danke schön, Anne. Danke, liebe Schülerinnen und Schüler. Und jetzt machen wir eine kleine Übung. Anne, hast du etwas zu notieren? Ai ceva de notat? Ich buchstabiere. Ja. Eu o să spun pe litere. Und Sie notieren. Și voi notați acasă. Ok. Ich beginne mit einem Beispiel. Berlin. B-E-R-L-I-N. Eine andere Stadt in Deutschland. Un alt oraș din Germania. Anne, bereit? Ja. Ești gata? M, U umlaut, N, C, H, E, N. Noch einmal, încă o dată. M, U umlaut, N, C, H, E, N. Anne, was hast du da? München. München. Super, sehr gut, Anne. Nächste Stadt in Deutschland, următorul oraș din Germania. D, R, E, S, D, E, N. Noch einmal, încă o dată. D, R, E, S, D, E, N. Welche Stadt ist das? Ce oraș? Anne? Dresden. Dresden. Super. Nächste Stadt. Următorul. H, A, M, B, U, R, G. Anne? Das ist Hamburg. Das ist Hamburg. Super. Und unsere letzte Stadt, liebe Schülerinnen und Schüler, passt mal gut auf. O să vă rog să fiți foarte atenți. Ja? C, U, X, H, A, V, E, N. Noch einmal. Încă o dată. C, U, X, H, A, V, E, N. Das war ein bisschen schwierig. Asta a fost ceva mai greu. Könnten Sie bitte das erste Buchstabe wieder sagen? Să mai spun o dată prima literă. C.
C. Okay. Und wir haben welche Stadt, Anne? Cuxhaven. Cuxhaven, sehr gut. Das ist auch eine Stadt in Deutschland. Și acesta este un oraș din Germania. Super! Danke schön, Anne. Wir wollen ein paar Länder lernen. Länder wie USA oder China oder Deutschland. Da? Länder sunt țări. Mal schauen. Wir wollen ein bisschen identifizieren. Vrem să încercăm să identificăm. De unde sunt copiii? Woher kommen die Kinder? Wir haben so. Hallo, ich heiße Nils, ich bin Deutscher. Also Nils und seine... Ist von Deutschland. Ist aus Deutschland, genau. Ist aus Deutschland. Gut, schauen wir B. Anne, was glaubst du, was passt zu Schui? Ich glaube, sie passt China. Ihr passt China, genau, ihr passt China, ja? Das ist die Flagge von China. Stagul Chinei, das wäre B. Olivia, C. Olivia ist von... Die USA. Aus der USA. Aus der USA. Sehr gut, Anne. Ich schreibe besser hier. C. Olivia, USA. Was ist mit Harry? Welches Land ist das? Ah, das ist England. England oder mit dem langen Namen, cu numele lung, Großbritannien. Das wäre D. Super. Anita. Ja, Anita ist aus Spanien. Aus Spanien, ja. Das wäre E. Und was ist mit Daniel? Daniel ist aus Frankreich. Frankreich. Franza. Sehr gut. Das wäre F. Daniel, ja. G. Servus, ich heiße Leonie und das ist Nicole. Sie spricht auch Französisch. Und die Flagge ist die Flagge von? Das ist Österreich. Das ist Österreich, sehr gut. Österreich, Austria. Sehr gut. Banu kommt aus der? Türkei. Türkei, sehr gut. Das wäre H. Ja, das Land heißt die Türkei. Ja. Und was ist mit Emma? Sie ist italienisch. Ja, sie kommt aus Italien. Sehr gut. Ja, Italien. I. Ja. Nabi. Das ist ein Staat in Afrika. Also er ist aus Marokko. Er ist aus Marokko, sehr gut. Das wäre J. Ja, Marokko. Und Gabriel. Er sagt, Grüezi, ich bin Gabriel. Ich spreche Deutsch, Französisch und Italienisch. Er ist aus der Schweiz. Er ist aus der Schweiz, sehr gut. Und da haben wir noch Ivan. Er kommt aus? Russland. Aus Russland. Sehr gut. Und wir haben auch ein paar Länder gelernt. Am învățat și câteva țări. Și trebuie să mai reținem. Die meisten Länder haben keinen Artikel. Majoritatea țărilor nu au articol. Spunem, woher kommt Nils? De unde e Nils? Nils kommt aus Deutschland. Nils provine din Germania. Dar, für manche Länder, pentru unele dintre țări, avem nevoie de articol. De exemplu, spunem, woher kommt Gabriel? Gabriel kommt aus der Schweiz. Ja? Pentru că Schweiz are articol. Da? Und, Anne, woher kommt Banu? Banu kommt
Aus? Welcher Nummer ist man? Nu, das war H. Banu ist aus der Türkei. Aus der Türkei, sehr gut, Anne, da. Türkei, Areshia, Artikel. Ja, und was ist mit Olivia? Woher kommt Olivia? Also C. Olivia kommt aus den USA. Super, sehr gut, Anne. Danke. Wir merken uns das. O să reținem aceste lucruri. Und, liebe Schülerinnen und Schüler, das war unsere erste Lektion. Dragi eleve și elevi, aceasta a fost prima noastră lecție de germană. Schwierig, Anne? Greu? Nein. Nein. Wir haben heute vieles Neues gelernt. Am învățat multe. Das Alphabet. Wir merken uns das. Încercăm să-l învățăm până data viitoare. Und die Länder și țările. Und wir sagen, și spunem de obicei, kommt aus. El este din. Und damit sind wir für heute fertig. Și gata pentru astăzi. Ich bin Andrea. Ich komme aus Rumänien und sage Ihnen Tschüss. Eu sunt Andrea, sunt din România și vă spun pentru astăzi la revedere. Danke, Anne. Mulțumesc, Anne. Tschüss und bis zum nächsten Tschüss. Mal. La revedere și pe data viitoare!